Herzlich willkommen zu eurem allerliebsten Aufklärungsformat hier auf Instagram, zu unserem wöchentlichen Q&A. Ihr habt wieder tolle Fragen gestellt und ich habe die spannendsten rausgepickt. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Erst einmal Kompliment an dich, denn wenn es zumindest einem von so einer monogamen Beziehung auffällt, dass da wieder ein bisschen frischer Wind rein darf, ist das doch schon mal der erste richtige und wichtige Schritt. Denn das Auffrischen der Romantik kann für euch beide nach so einer langen Beziehung eine richtig tolle Erfahrung sein. Hier kommen ein paar Ideen, wie du deinen Partner oder deine Partnerin mal wieder verführen kannst. Wenn es in euer Lebensstil passt, dann sind so kleine Überraschungen schon mal ein guter Türöffner. Sei es ein romantisches Abendessen, vielleicht sogar ein kleiner Kurztrip oder ein ganz romantischer, liebevoller Brief, der aus dem Herzen kommt. Es hängt auch ein bisschen davon ab, welche Sprache der Liebe ihr und euer Partner oder eure Partnerin sprecht. Das gilt es erst einmal herauszufinden. Wenn euer Gegenüber zum Beispiel kleine Aufmerksamkeiten in Form von Geschenken besonders gut gefallen, dann macht das einfach. Das können kleine Blumen oder kleine andere liebevolle Grüße sein. Vielleicht das Lieblingsessen oder das Lieblingsgetränk mal vom Einkauf mitgebracht. So kleine, liebevolle Gesten machen am großen Ende doch eine Menge aus. Wenn ihr mit kleinen Geschenken nun gar nicht weit kommt, dann versucht es doch mal über Anerkennung und Wertschätzung. Zeige deinem Partner oder deine Partnerin einfach regelmäßig, wie sehr du ihn oder sie wertschätzt. Äußere, dass dir bewusst ist, wie viel er oder sie in die Beziehung einbringt und dass du dafür ganz besonders dankbar und glücklich bist. Denn so kleine Gesten der Dankbarkeit können eure Verbindung wirklich intensivieren. Zusätzlich stärkt diese Dynamik auch euer Vertrauen zueinander. Zeit für intime Gespräche muss immer da sein. Das muss gar nicht direkt um Knickknack gehen, sondern teilt einfach mal wirklich eure tiefsten Wünsche, Bedürfnisse und auch eure Träume miteinander. Wichtig dabei ist, wirklich ganz aktiv und bewusst zuhören. Wenn ihr dann an dem Punkt seid, bereit und offen dafür, mal etwas Kreativität nicht nur in euer Lebensstil, sondern auch in euer Schlafzimmer zu bringen, dann empfehle ich euch unseren Adventskalender. Da haben wir nicht nur Toys drin verpackt, die euch körperlich näher bringen, sondern auch richtig spannende Paar-Challenges und Spiele, die euch emotional miteinander verbinden. Und das nicht nur jetzt in der Adventszeit, sondern vor allem nachhaltig all die nächsten Jahre, die noch auf euch warten. Beim Edging wird der Höhepunkt hinausgezögert und zwar ganz bewusst durch eine richtige Praktik quasi. Also kurz bevor der Peak ist, kurz bevor ihr wirklich den Höhepunkt erreicht, stoppt ihr und haltet kurz inne. Es geht dabei um die Kontrolle des eigenen Höhepunktes. Bei männlich gelesenen Personen soll diese Praktik den Höhepunkt hinauszögern. Ihr haltet also länger durch. Bei weiblich gelesenen Personen soll es den Höhepunkt intensiver machen. Denn durch das wiederholte Zügeln des Höhepunkts baut sich dieses Gefühl immer weiter auf. So lange, bis das Gefühl fast unerträglich wird und umso intensiver werdet ihr am Ende belohnt. Das Prinzip vom Edging funktioniert übrigens auch beim Solospaß. Bei dieser Praktik wird ein Gegenstand durch die Harnröhre eingeführt und diese wird damit stimuliert. Wenn man diese Praktik ausprobieren möchte, ist es unerlässlich, sehr gut über unsere Anatomie Bescheid zu wissen und sich vor allem auch mit den möglichen Risiken und Verletzungen auseinanderzusetzen. Eine gute Vorbereitung ist hier das A und O. Erst einmal beginnen wir mit richtig ordentlicher Hygiene. Das bedeutet, Hände gründlich waschen und auch den Bereich um die Harnröhrenöffnung bitte sehr, sehr gründlich reinigen. Verwende bitte außerdem reichlich wasserbasiertes Gleitgel, um das Einführen des Gegenstandes deutlich zu erleichtern. Für die Harnröhrenstimulation ist nicht jeder Gegenstand geeignet. Es gibt ganz spezielle Produkte, die nur für diese Stimulation hergestellt sind. Geeignete Gegenstände für die Harnröhrenstimulation sind speziell hergestellte Dilatatoren. So nennen sich diese Produkte. Die sind glatt, steril und aus Materialien wie Edelstahl oder medizinischem Silikon.
Verwende bitte niemals scharfe oder spitze Gegenstände, denn die können wirklich sehr gefährliche Verletzungen hervorrufen. Am besten versuchst du dich ganz entspannt hinzusetzen und den Dilatator ganz ruhig und sorgsam in die Harnröhre einzuführen. Es ist wichtig, hier langsam und behutsam vorzugehen, damit nichts verletzt wird. Sobald der Gegenstand dann eingeführt ist, kannst du durch leichtes Drehen und Hin- und Herbewegen eine Stimulation der Harnröhre und der dort liegenden Nervenenden erzeugen. Achte dabei bitte unbedingt auf die Reaktion deines Körpers. Bei Schmerzen oder Unbehagen brichst du bitte sofort die Stimulation ab. Nach der Harnröhrenstimulation entfernst du den Gegenstand vorsichtig, reinigst ihn mit warmem Wasser und einem speziellen Toy-Reinigungsmittel. Reinige bitte auch den Bereich um deine Harnröhre sehr gründlich. Die Risiken von Verletzungen, Irritationen oder auch Infektion der Harnröhre sollten dir bei dieser Praktik bewusst sein. Daher ist es entscheidend, äußerste Vorsicht bei dieser Praktik walten zu lassen. Verwende nur geeignete Materialien und achte auf die Signale deines Körpers. Das war wieder ein spannendes Q&A mit uns heute. Ich freue mich über neue Anregungen, Fragen und interessante Facts, die wir hier mal gemeinsam besprechen wollen. Tippt hier gerne eure Herzensangelegenheiten rein und wir sehen uns in der nächsten Woche.